Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Inside. Ich hatte es mir letztes Mal zerlegt und ich bin als Hundefutter verendet. Aber diesmal werde ich laufen. Gleich erkennt er mich wieder. Ich bin's Frohlig. Und weg. Lauf, 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 lauf. Jawohl. Ja, mir geht's gut. Weiter geht's. Oh nein, 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 nein. Ich war zu langsam. Muss ich mal was überlegen. So, da ist eine Stufe. Ich hoffe, er kommt da nicht hoch. Lockern wir mal an. Haha, haha. Gute Sünchen. So. Können wir mal den Karren schieben hier? So. Ach, da ist ein Schalter. Okay. Ja, da komme ich sonst nicht mehr hoch. Gehen wir jetzt hier mal runter wieder. Halt. Hallo? Nimm das Ding mit. Schiebe ich jetzt erstmal den Klotz darüber. Und auf ist das Tor. So, wieder hoch damit. Und durch. So, jetzt muss ich mal schauen. Halt, nimm das Ding mit. Drauf. Da ist wieder ein Schalter. Wieso springt da nicht hoch? So, jetzt ist da offen, aber wie komme ich da durch? Boah, da. Würde ich so in die Kiste mitnehmen? Geht das? Nee. Wie mache ich das? Jetzt ist auf. Hoppala. Kann ich da irgendwas machen? Ich muss doch irgendwas da oben draufstellen können. Soll denn das sonst gehen? Warte mal. Den Klotz kriege ich da nicht weg. Den brauche ich auch nicht, oder? Bleib mal hier stehen jetzt. Ach, die geht auch nicht. Wie sollte das gehen? Ich muss doch da durch.
Ach, da ist nochmal so ein Ding. Da oben. Da ist noch einer drin. Ich werd verrückt. Nein. Ah, jetzt weiß ich wie, jetzt weiß ich wie. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich bleib hier. Nein. Erst gehe ich darüber. Schiebt er mich dahin, damit ich nicht sterbe? Genau. Drauf. Hochspringen, auf den Schalter. So, jetzt wird ein Schuh draus. Einfach mal ein bisschen überlegen. So. Das wird jetzt irgendwie immer gefährlicher. Das ist hier ein Schalter. Ach, das ist Wasser, okay. Kann ich vielleicht reinfliegen? Na dann. Ab ins Wasser. Zu langsam, scheiße. Ah, ich muss, glaube ich, weiter links an den Rand ran. Und dann klappt es vielleicht. Also so, dass ich... Ah, die Klappe ist ziemlich schnell. Die da unten bemerken irgendwas. Und? Jawohl! Und wieder hoch. Jetzt gucke ich erstmal, ob ein bisschen was versteckt ist, ja? Hier geht's nicht raus. Hier ist nix. Dann gehen wir mal nach rechts. Auch nicht. Muss es was unter Wasser irgendwo geben? Oh. Ja, da kriegst du ja Luft. Okay, nochmal runter. Da ist eine Klappe. Ah, ich gehe mal kurz hoch, bevor ich hier sterbe. Alles klar, und nochmal runter. Irgendwas ist da. Hoch? Jawohl. Ah, eine Palette, okay. Ich glaube, ich muss die... Komm hoch. Ich muss die verschieben. Ja. Dann paddel mal hier. Schön Brustschwimmen. So, und hoch geht's. Nehmen wir mal ein bisschen Vorsicht, man weiß nie, was kommt. So.
So, ist die Frage, was ich jetzt mache, wenn ich einen Knopf drücke. Aber keine andere Möglichkeit. Ah, der lässt das Wasser ab. Okay, gut. Ah, verstehe. So. Jetzt ist er noch ein Knopf. Dann komme ich bestimmt wieder hoch. Ja. Da geht's mal ran an die Kette hier. Komme natürlich nicht. Irgendwas fehlt mir. Ist zu hoch. Ach, da ist eine Stufe, okay. Und wieder eine Klappe. Ja, warte mal, so rum. Warte mal. Das muss ja einen Sinn haben, dass da oben jetzt offen ist. Ich muss da irgendwas reinschieben, oder? Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's nichts. Nochmal drücken. Moment, ist hier. Ne, da ist kein Wasser drin. Wie mache ich das jetzt? Muss irgendwie an die Kette kommen. Hier geht's auch nicht rein. Luft holen. Und wieder runter. Was passiert? Gitter. Irgendwas ist da mit dem Gitter. Also nochmal runter. Ja, die Rätsel werden immer schwieriger hier. Wasser ablassen. So. Komme ich da ran an das Gitter? Gibt's doch nicht. Vielleicht muss ich reinschwimmen? Nee. Wie komme ich da hoch? Muss es doch irgendwas Verstecktes geben. Sehr schwierig. Auch nichts anderes bewegen. Also das sind die gleichen Schalter, die bewegen das gleiche. Die Frage ist, wie ich da hochkomme.
Das Tor geht zu, wenn es nass wird. Ich kann auch nicht springen. Verstehe ich gerade nicht. Ich tauche nochmal hier runter. Ja, ist gut. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss für heute. Ich werde da weiter probieren, damit ihr nicht immer gleich das Gleiche seht. Und dann melde ich mich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo oder Like da. Vielen Dank. Ciao, ciao.